nur was er wirklich macht, er von mir wahrscheinlich nie. Er windet und draht sich, so gut er nur kann, wie er schleimige Schlangen, von unten nach oben. Er lacht in die Kamera, er grinst mal ins Gesicht, er häutet nur selten, was er verspricht. Er fährt in die Orbit und redet er groß und fragt ihn dann wer, was ist wirklich los? Dann redet er weiter am Thema vorbei. Gut ist die Rhetorik und der Anzug ist nein. Er ist Politiker, er zieht jeden Tag in die Schlacht. Er ist Politiker, er will immer an die Macht. Er ist Politiker, er verfolgt ständig sein Ziel. Was dabei rauskommt, meistens dann erfüllt. Und ist er dann weltwohl, verändert sich nix. Alles wird teurer, weil eins ist doch fix. Die Leute in der Wirtschaft, die geben den Ton an. Da bleibt wenig übrig für einen kleinen Mann. Er ist Politiker und voller Raum in Wald. Politiker, es ist das Einzige, was zählt. Er ist Politiker, er verdient damit viel Geld. Was ihn ja überhaupt und wenn zufrieden stellt. Dann muss er streiten mit anderen Parteien, die auch wenn sie gewinnen, sich irrsinnig freien. Was wirklich da ansteht, wenn er da amtiert, ist wurscht, weil am Ende ist wenig passiert. Er kommt an die Macht, oft gleich mit einem Ruck. Er kämpft und er gewinnt und er verliert und tritt zurück. Er windet und dreht sich von da bis dorthin. Und ich bin so froh, dass ich keiner bin. Er ist Politiker und überall bekannt. Er ist Politiker, er sorgt für unser Land. Er ist Politiker, er lebt Demokratie. Nur was er wirklich macht, er von dir wahrscheinlich nicht.